dürfen. Kommt, zieh weiter. Zieh einfach weiter. Wow, 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 wow. Spring hier rüber. Jetzt komm. Komm schon. Meine Güte. Die machen mich hier fertig. Wow, das war ganz schön knapp. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, halt einfach mal die Stellung. Stellung halten, Typ, Stellung halten. So ist das richtig. Das gibt's doch nicht. Wie konnte uns der Kerl einfach so entwischen? Was hast du erwartet? Der Typ ist ein Geist. War nicht umsonst jahrelang der beste Mann, den ach ja, stimmt. Er ist das Galpell und wir sind der Ah, so ist das also. Da hinten muss ich hin. Oh Gott, oh Gott. Wir sollten ja nicht hier sein, Mann. Ist nicht gut, ja, die jungen Leute zu jagen. Weg dich ab. Gewalt setzt sich immer durch. Egal wie gut der Typ ist. Früher oder später. Du weißt gar nicht, wie nah er dir gerade ist, oder? Oh, wie komme ich denn an euch vorbei? Ah, ihr geht weg. Ja, haut. Schnell, haut ab. Wo geht der Typ hin? Ah, der geht da lang. Okay. Einfach mal warten ist das Beste, was man machen kann. Ja, perfekt. Jetzt kann ich hier hinten einfach mal in die Gasse reingehen. Lalala, tschüssi. Oh Gott. Geht doch. Endlich. Ich sehe nichts mehr. Ah, hallo Skirky. Ich bin auch durchgekommen, genauso wie du, du Idiot. Ja komm, geh in das Haus. Als ob dir das noch was bringen würde. Du bist der Einzige, der hier ist. Skirky, Skirky. Was denkst du, was hier passieren wird? Hier sind lauter Briefkästen. Oho, hoho. Ich sag euch, wir erledigen Skirky heute noch. Schon wieder eine Errungenschaft freigeschaltet. Manometer, bin ich gut. Hier ist ein Friedhof, das gehört doch. Das ist doch richtig super. Ich sehe sogar Skirky schon. Er hat sich da hinten irgendwo verschanzt. Eine Straße. Ach, Skirky, du tust mir irgendwie ja ein bisschen leid. Ein bisschen. Kommt man hier rüber? Nee. Weißt du, hier ist ein Friedhof und es gehört sich einfach, dass man auf einem Friedhof Ruhe bewahrt. Vor allen Dingen, wie bin ich jetzt hierher gekommen? Aus der Stadt raus? Ach so, das da ist die Stadt und ich bin einfach nur hinter der Stadt. Was macht der Typ? Der versteckt sich da hinten. Die Musik finde ich einfach mal richtig episch so. Ich brauche mich ja eigentlich nicht verstecken. Eine Kirche. Ach. So, was kann man denn hier? Schönes eine Alarmanlage anmachen. Lohnt sich aber, glaube ich, nicht. Irgendwas muss es doch hier bestimmt noch geben. Hope Creek Church. Na dann. Komm, komm. Skirr. Key. Lass uns die Tür betreten. Hallo. Hey, ich habe die Waffe nicht ausgerüstet. Ja. Sheriff, tut dir etwas. Sie verletzt mein Sohn. Oh, du Heilige. Sie sind ein Schisser, Sheriff Skirky. Ich erschieße diesen kleinen Wichser. Wow. Nein. Was zum Geier, ich war zu langsam. Ja, Entschuldigung, ich war gerade überfordert. Okay, komm. Bam. Idiot. Leg dich nicht mit mir an. Bitte, ich kann doch nicht in einer Doch, kannst du. Letzte Chance. Wo ist Victoria? Oh, verpiss dich einfach! Blackwater Park! Blackwater Park! Danke. Das alte Hitman-Theme. Aber es passt doch zu der Kirche.
Yeah. Oh, die Szene. Oh. Mensch, ey, allein die Szene war schon so toll. Oh, ey. Sowas von. Yay. Oh, ist das toll. Die Szene, ey. Meine Güte. Die Szene. Allein für die Szene hat sich schon alles gelohnt, was wir bis jetzt gemacht haben. Oh Gott. Viel zu cool. Wo war denn da ein Scharfschützengewehr? Ich habe keine Ahnung. Eine Flasche, ja, das hatte ich ja gesehen. Das habe ich gemacht, danach hatte ich irgendwie keine Lust mehr. Operation Hammer. Ich hätte mit einem Hammer reingehen sollen. Nein, ich weiß es nicht. Wow, war das cool. Machen wir noch ein Level? Ach komm, ich bin gerade so gut in Stimmung. Allein durch dieses Lied jetzt. Oh, war das super. Na klar, wir fahren mit dem Leichenwagen. Wie ist das denn? Wie geil ist das denn? Ironie des Schicksals. Komm schon, Hitman, du schaffst das. Wir müssen Victoria retten. Sie darf nicht zugrunde gehen. Okay, da wären wir einzigartig. Wir sind immer noch im Part 3. Meine Güte. Und unser Gesicht sieht immer wir sehen an sich immer schlimmer aus. Hi. 47. Tom, ich brauche einen neuen Anzug. Oh, Mr. 47. Das freut mich wirklich sehr. Oh. Ja, das denke ich auch. Das kriegen wir schon hin. Kommen Sie bitte. Hier geht's lang. Folgen Sie mir in mein Ankleidezimmer. Ja, ich glaube, der Typ ist blind. Hallo? Wo sollen wir denn hin? Bitte treten Sie ein. Hier rein. 47. Ein neuer Anzug. Wie cool ist das denn? Ah, das ist unser Anzug. Eine klare Verbesserung gegenüber Ihrem eigenen Anzug. Sehen Sie, handgewirkte Wolle, verstärkte und unsichtbare Nähte und natürlich Seidenfutter. Oho, das ist ja cool. Das finde ich cool, dass man sowas eingebaut hat. Das ist ja richtig genial. Dankeschön. Ich gehe dann mal wieder. Also, wow, war mir eine Ehre, Tom. Fast wie angegossen. Darf es sonst vielleicht was sein? Weiß ich nicht. Ich glaube aber eher nicht. Ich gucke mich mal hier ein bisschen um. Ich warte. Okay, gut. Ich möchte mal hier einmal runtergucken. Vielleicht gibt's hier noch was. Uiuiui, was ist denn hier los? Ein Feuerlöscher können wir mitnehmen. Gut, wir nehmen mal hier alles mit. Okay. Feuerlöscher, ein Metallrohr. Was gibt's denn hier unten? Wow, was zum Geier ist denn hier los? Eine Schere. Was zum Geier? Oh, im Ernst? Ich kann mir sowas anziehen? Boah. Wow. Obwohl, ich weiß gar nicht. Also, den hier kenne ich. Den hier, den Anzug, den kenne ich. Aus dem Hitman-Teil, den ich schon mal gespielt habe, falls ihr euch daran erinnern könnt. Kann man den auch anziehen? Yay! Hier, das kenne ich noch. Das war... Ich weiß gar nicht, in welcher Mission. Aber das war bei einem Hitman-Teil drin. Ich glaube, das sind alte Anzüge, die man früher mal hatte. Oh, ist das cool. Ah, Feuerwehr! Das hier ist ein Feuerwehrmann. Das finde ich auch cool. Aber wir ziehen uns wieder den Anzug an. Also ich glaube zumindest, das sind alte Anzüge von alten Hitman-Teilen. Gut, jetzt haben wir das wieder. Und, wow, hier gibt es noch Beweise. Hier gibt es ja richtig viel.
Schere gegen Buch eintauschen? Es lohnt sich hier richtig umzugucken. Dann ist da noch ein altes Bild. Okay. Klavierseite. Gegen Messband. Tauschen wir mal ganz kurz aus. Und nehmen wieder die Klavierseite mit. Okay, was gibt's hier noch? Hier gibt's nochmal was zum Verkleiden. Was kann man sich denn da verkleiden? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wie sehen wir denn jetzt aus? Ah! Ja, genau! Auf diesen Paradezug. Erinnert euch noch, da müssten wir dieses Maskottchen überfallen mit den Diamanten. Oh, das ist ja richtig cool, dass man diese ganzen Kostüme hier findet. Das finde ich richtig genial. Also das ist, wow, cool. Bügeleisen. Das ist ja richtig genial. Also es lohnt sich richtig, hier sich umgucken. Sich umgucken, ey. So, voll sich umgucken hier, lohnt sich, ne? Boah, ist ja cool. Das finde ich richtig cool. Jetzt habe ich hier ein paar Sachen mal mitgenommen. Gibt's hier noch was? Nee, sieht nicht so aus. Okay, gut, dann habe ich jetzt wohl alles. Das Metallrohr war eh das Epischste. Aber die Schere ist auch cool. Das finde ich richtig genial, dass man hier die Anzüge oder sowas, Verkleidungen von dem früheren Hitman-Teil findet. Cool, einfach nur cool. Danke, Typ. Danke, Tom. Ich habe alles, was ich brauche. Vielen, vielen lieben Dank. Boah, ist das cool. Danke, tschüss. Vor allen Dingen, wir sehen wieder ordentlich aus, auch im Gesicht. Und wir haben unsere Münze wieder. Unsere Münze. Yay. Da habe ich doch mal... Was? Ich habe eine Sache vergessen. Nein. Ich habe eine Sache vergessen. Was habe ich übersehen? Ah, eine Brüste. Warum sage ich eigentlich eine Brüste? Ach, Mann. Schade. Aber ich habe fast alles mal in einem Level gefunden. Das ist gut. So, was geht denn hier? Ey, Moment, diesen Platz kenne ich. Das ist der Ort, an dem Hitman die Sniper-Challenge spielt. Hey, Sie Fischgesicht! Okay, Arschloch, wo ist Victoria? Oh, Laila! Sehen Sie? Die Kleine lebt noch. Und wenn das so bleiben soll, will ich 10 Millionen sofort, wie vereinbart. Tja, was das Geld angeht, das werde ich nicht allein entscheiden können. Wie? Sie können was nicht? Ich glaube, Sie verarschen mich. Nein, 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 so funktioniert das nicht, Partner. Sie müssen umgehend jemanden finden, der das entscheidet, oder die Sache ist gelaufen. Ich zähle bis drei. Ich muss mit meinem Haus sitzen. Verdammte Scheiße! Blödes Arschloch, was haben Sie getan? Sie sind eine Bestie! Hab ich Sie verarscht? Boah! Mir leid. Mister. Okay, es reicht. Boah! Ich will jetzt verdammt mal! Millionen, wenn Sie mich mal! 10 Millionen mehr! Sie können sich's überlegen. Okay, Sie Scheißkerl. Sie haben gewonnen. Aber gut, das hat die auch nicht verdient. Heiß bist du, Schätzchen. Besorgt es dir gut? Wichser. Du hast ja keine Ahnung. Hey, verdammt! Wo ist Victoria? Knall ihn ab! Knall ihn ab, Mann! Ich werde sie irgendwann anrufen. Knall ihn doch mal ab! Komm jetzt, Schatz. Mich macht Geld geil. Boah! Agency! Sie geben diesem Psychopathen einfach so unser Geld. Naja, er ist nicht so dumm, wie er aussieht. Niemand entkommt der Agency. Ey. Ihr seid sowas von doof, ey. Die Agency kriegt gar nichts auf die Reihe. Mann, 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 ey. Ja, fliegt ruhig weg. Habt ihr verdient. Tschüss. Da muss wohl mal wieder ein richtiger Mann ran. Der das lösen muss.
Und wir begehen es natürlich von ganz unten. Na klar, na klar, na klar, so ein ganz Riesenhaus. Ja, sicher. Und wir müssen einfach mal komplett durch, oder was? Nein, ey. Blackwater Park. Na dann. Lasst es uns mal angehen. Wenigstens sind wir hier schon mal auf dem Gelände Blackwater infiltrieren. Da ist ein Typ. Der ist da gerade rein. What the fuck? Darf ich hier einfach rein? Ja, anscheinend darf ich einfach rein. Vielen Dank. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich nicht da hinten lang will. Das da hinten sieht mir angenehmer aus. Darf ich hier durch? Entschuldigung, darf ich hier lang? Ja, ich darf hier lang. Okay, dann gehen wir hier lang. Es regnet. Da darf ich anscheinend nicht durch, sonst würde der nicht so provokant stehen. Und mir den Weg versperren wollen. Na gut, na gut. Was ist das denn hier? Hallo? Sprich mal. Du sollst mit mir reden. Keine Bewegung. Ja, na klar. Jetzt habe ich erstmal voll fett Minuspunkte. Hey, ich habe gerade einen Klempner durchgelassen. Die Papiere waren in Ordnung. Ein Klempner also. Ein Klempner. So, ich laufe nicht mehr. Ist ja alles gut. Ich find's doof. Ich habe schon wieder Minus. Ich habe schon wieder Minuspunkte ohne Ende. Wir öffnen mal die Türe. Hallo. So. Das Gebäude steht unter einer Sicherheitsabriegelung. Sogar Bewohner wird der Zutritt verwehrt. Das ist schlecht. Hat inzwischen vermutlich alles auf den Kopf. Ach, hier darf ich nicht durch. Verdammt. Dann bei einem Kumpel, aber der hat Besuch von seiner neuen Freundin. Da platzt man ja nicht einfach rein, verstehst du? Ist ja alles gut. Ach, Mann, oh. Was ist aus dem guten alten Bruder vor Luda geworden? Ich werde es bei einem Kollegen versuchen. Was ist mit dir? Wo wirst du unterschlüpfen? Keine Ahnung. Ich bin erst vor 2 Wochen hergezogen. Ich kenne niemanden und die Hotels hier sind echt teuer. Vielleicht schlafe ich einfach hier, wenn sie mich lassen. Hey, das kannst du vergessen. Mann, ich weiß... Ey. Wie soll ich das denn bitte machen? Leute! Kann ich hier was mit dem Rauch machen? Was habe ich denn hier? Wieso habe ich C4? Was? Womit? Ja, ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ja, 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 wir starten das Level neu. Ja, ist gut, danke, danke, tschüss, ich gehe wieder. Wieso habe ich C4? Und warum weiß ich davon nichts? So, gucken wir mal. Ein Kerl geht da jetzt rein. Er ist ja gut. Chillt mal. Was ist hier los? Das wüsste ich auch gerne. Ich hoffe nur, wir kommen rein. Hey, Entschuldigung. Entschuldigung, Sir. Ma'am. Blackwater ist vorübergehend geschlossen. Niemand darf rein oder raus. Entschuldigen Sie mal, wir wohnen hier. Das verstehe ich. Aber es gibt eine potenzielle Bedrohung. Was für eine Bedrohung? Das wissen wir nicht genau, Ma'am. Das soll wohl ein Witz sein. Unglaublich. Sie kapieren es nicht. Wir wohnen hier. Ich verstehe Sie. Und jetzt müssen Sie verstehen, dass es hier eine potenzielle Bedrohung gibt. Ich muss Sie deshalb bitten, sich für heute Nacht eine andere Leitung. Schön. Ich bin mit dem Stadtrat dieses Bezirks befreundet. Und er wird davon erfahren. Ihnen auch einen schönen Abend. Ja, na klar. Danke, super. Okay, gut, dann gehen wir hier mal wieder raus. Warte mal, gibt es hier irgendwo mal einen Vorraum oder so? Eine Toilette oder sowas? Nein, 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 nein und nein. Verdammte Scheiße. Gut, ich muss hier raus. Vergessen Sie es, die Maschine ist schon weg. In 10 Minuten geht ich muss mal hier raus. Ich brauch mal irgendwie einen Anzug von einem Klempner. Wieso, weil ich hier laufe? Njum, 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 njum. Hey, ich hab gerade einen Klempner durchgelassen. Die Papiere waren in Ordnung. Runter mit dir. Gut, hier können wir also lang. Das ist doch mal gut. Gut zu wissen. Schleichen wir uns also hier entlang. Njum.
Tschüssi. Oh, wieso sind denn da schon wieder so viele Leute? Das geht doch nicht. Ist das dein Ernst? Was? Wer ist hier hinter mir? So, da war ein Typ. Da ist irgendwas markiert, was Wichtiges. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Da ist der Typ. Aha, der beobachtet also den Klempner. Was? Da ist ein Typ. Das hat mir aber auch keiner gesagt. Manometer, warum will hier eigentlich jeder mich nicht durchlassen? Alle wollen sich hier was Komisches von mir. Wie soll ich hier nur durchkommen? Das ergibt alles keinen Sinn. Wow, geh zurück. Meine Güte, das war jetzt nicht gut. Das hätte schief gehen können. Mann, ich bin auch gerne immer im Regen unterwegs draußen und spiele Verstecken. Aha. Gut, macht's mal gut. Ich werde hier mal ein bisschen rumgehen. Tschüssi. Das sind übrigens schöne Statuen. Muss man mal so sagen. Ich gehe hier einfach mal gerade vorbei, ohne zu sehen, ob hier irgendwer mich überhaupt sieht. Oh Gott, der hätte mich beinahe gesehen. Das wäre beinahe schief gegangen. Da ist irgendein Häuschen. Da muss ich mal gucken, was das ist.